Es ist wahnsinnig heiß da drin. So, wir sind jetzt hier im großen Ballsaal. Und hier ist jetzt gleich die Fashion Show. Wir wissen jetzt nicht genau, wo wir sitzen. Wir müssen jetzt mal gucken, weil hier liegen so Platzkarten. Und wir wissen aber nicht genau, wo. Da ist aber der Maurice Geiser. So, aufgespritzte Lippen hinter mir. So, überall diese aufgespritzten. Menschen. Jetzt passt mal auf, willkommen in unserem Leben. Jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn wir vor die Kameras treten und niemand weiß, wer wir sind und niemand uns fotografiert. Passt mal auf jetzt. Keine Reaktion. Wir machen auch gar keine Fotos, sind Filmkameras leider. Ach so. Die Yvonne. Nein, das ist nicht die Yvonne Wilke. Oh. So, jetzt weiß man natürlich gar nicht. Ach, Rolfe. Hallo. Hi, Schatzi. Schön, dich zu sehen. Ja, die Weinhaus ist auch da. Wer? Die Weinhaus. So, jetzt so. Ach, da ist mein Platz. Da ist, ich habe meinen Platz gefunden im Weinhaus. Da ist mein Platz. Aber wo ist deiner? Das ist ja jetzt auch doof, ne? Jetzt sitze ich vorne und meine Begleitung darf nicht vorne sitzen oder was? Das ist ja auch doof. Ist mir doch auch scheißegal. Ja? Ohne Schuhe 2 Meter. Oh mein Gott! Ja, ich bin relativ groß. Dann bist du 2,10 Meter. Das ist wahnsinnig. Was hast du da für eine Kamera? Das ist meine YouTube-Kamera. Ich hole mir jetzt einen Snack und setze mich halt auf den Boden und schmolle. Okay. Schlauchboot Liperenzi direkt vor allen Kameras. Das und darfst du nicht so laut sagen. So, ihr Mäuse, ich sitze jetzt hier in der ersten Reihe, freue ich mich, die nicht erwartet. Ich habe gedacht, die platzieren mich irgendwie da so ganz nach hinten. Aber hier ist, ich habe mich auch, glaube ich, auf das Schild draufgesetzt. Tatsache, da steht es noch. Und die haben meinen Namen sogar richtig geschrieben. Normalerweise wird der immer falsch geschrieben. Da sieht man mal, da arbeiten patente Menschen im Büro von deinem Glück. Klar? So, pass auf, direkt gegenüber, ich zeige euch das jetzt mal. Da sitzen Menschen, ich versuche euch zu sagen, ob ich die kenne. Die in dem gelben, blauen Outfit, das ist die von Bonnie M. Die war da mal. Ich weiß gar nicht, gibt es Bonnie M überhaupt noch? So, dann ist der mit den kurzen Hosen. Ich zeige ihn euch nur kurz, das ist Jay Khan. Den haben wir vorhin schon kurz gesehen. Der war ein bisschen verstört, weil ich glaube, der war relativ verstört von so viel Travestie. Kennst du den Jay Khan persönlich? Nein. Nein? Nein. Wie findest du den? Sympathischer Typ, ich habe mit ihm draußen kurz gesprochen, ganz nett. Ist das deine richtige Meinung? Das ist meine richtige okay, Meinung. Okay, gut, dann. Sonst hätte ich dir das Gegenteil gesagt. Gut. Okay, gut. Ich verstehe gar nicht, warum die den alle sympathisch finden. Also gut. Okay. Und daneben ist die Anushka Renzi. Die sitzt neben meiner Tochter. Und Anushka Renzi hat gar keinen Spaß. Könnt ihr mal sehen? Ich wäre lieber bei den beiden, ne? Weil jetzt können die da schön schnattern. Vielleicht kann ich die Anushka Renzi hier hinsetzen und dann setze ich mich neben meine Tochter. Ich frage sie gleich mal. Oh, wollen wir ein Selfie machen? Ja. Hi. Oh, ist das schön. Jetzt könnt's anfangen. So. Einen ganz schön kleinen Puller. Das ist die Julia Siegel, die kenne ich aus Düsseldorf. So, weiter geht's. Wer ist das? Ist auch eine berühmte? Nee. So, jetzt mal ganz kurz. Da gegenüber von mir, da sitzt so eine ganz gelangweilte, komische Tussi. Mit so rosafarbenen Haaren. Die sieht aus wie Lady Gaga oder so eine von diesen Olsen-Zwillingen. Wenn irgendjemand von euch weiß, wer das ist, bitte mir schreiben. Oh, das ist das. Oh, guckt euch mal das Kleid an. Traum in Barbie. Oh,
Das gefällt mir. Hahntritt geht immer. Hahntritt. Ich liebe Hahntritt. Dieses Outfit ruft zu Jessica. Ja, der hat zwischendurch immer so, so Kleider, die alle gleich aussehen. Ich glaube, damit zeigt er nur so die neue Farbstimmung an. Die sehen alle gleich aus, die Kleider sind auch nicht besonders dolle. Und dann kommt immer so ein Knallerkleid. Oh, meine, so ein Kleid bekommt man ja überall. Wer ist sie denn? Die ist bestimmt auch eine Bekannte. Das ist Joan Collins. Sharing is caring.